Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, auf dem Weg zu 51. Damit wir uns da gleich den Kurs nehmen können. Ja, wir schicken den aber erst los, wenn der Drescher da fertig ist. So groß ist das Feld nicht. Man sollte ihn mal runterlassen, ne? Sonst nimmt er nichts auf. So, wir lassen ihn aber hier unten warten. Ich hoffe mal, der Drescher kommt da dran langs. Und hier ein bisschen sauber. So, dann haben wir hier schon mal die Ecke. Super. Dann können wir den gleich auf dem ersten Wegpunkt anfangen lassen. Er ist mit dem zweiten Vorgewende jetzt gleich fertig und bin mal gespannt, ob er nach oben fährt und dann runterzieht oder von hier unten gleich hoch. Bisschen was wegnimmt. Und da kommt der Abfahrer. Ja, zieht doch von hier unten hoch. Wahrscheinlich nur so eine halbe Bahn, aber das, oder? Meint er noch, da wäre noch irgendwas und hebt jetzt an. Ja. Er hatte gedacht, da wäre noch ein Rest. Jetzt wird er natürlich nicht abtanken. So langsam sehen wir das Ende, aber es sind noch einige Bahnen. Ja, du wirst da nicht hinterherkommen und erst wieder zum Hof, um Mist zu holen. Da wird einer blockiert. Lasst uns mal schätzen, das wird der Radfahrer sein. Ja. Ja, aber im Prinzip muss ein ganzes Stück zurück. Wir nehmen ihn mal raus. So, und fahren einmal um den Drescher herum. Und lassen ihn jetzt wieder los. 31 noch gut 18.000 Luft. Das wird dann, das ist ja der kleine Drescher hier, aber der wird sich noch mal leer machen auf diese Spur, wird also noch mal jetzt gleich abtanken und dann nochmal. Und dann ist der zum ersten Mal gefüllt. Ja, dann werden wir das Feld nicht komplett in der Raps- oder Ölmühle reinbekommen.
Da sind nämlich noch ein paar Bahnen. Ja, und er macht jetzt die volle Bahn, ist aber schon bei 80%. Der dürfte gleich ausscheren und ihn dann abtanken. Wo ist denn unser Erdefahrer? Ist der denn schon unterwegs? Mist. Da könnte einer sein. Hier sehen wir auf jeden Fall, dass nochmal Gerste angeliefert wird. Was wurde denn hier mittlerweile produziert? Gerstenmalz. Ja, gerade mal eine Palette. Das wird uns nicht viel helfen, aber wir haben jetzt 275.000 hier an Raps. Dann kann er mitarbeiten. So, das ist die Erde für die Kürbisse. Jetzt müssen wir mal schauen, wo er lang fährt. Da werden wir wahrscheinlich noch einen Punkt setzen müssen. So, das war Rotkohl, Blumenkohl. Danach kommt, was war hier? Danach kommen die Kürbisse. Ja, gucken. Könnte sogar richtig gewesen sein. Ja, lädt sogar ab. Dann wird er gleich nochmal losfahren. Die zweite Ladung holen und dann stehen bleiben, weil nicht die zweite nicht mehr reingeht. Aber gut, die werden wir dann woanders reinkloppen. Ich weiß nicht, wo wir die letzten reingefahren haben. Irgendwann hatten wir leer gemacht und dann sind wir nach vorne gezogen. Kann das hier bei den Pilzen gewesen sein? Ne, Pilze haben wir nicht voll gemacht. Auch nicht. Sieht ziemlich leer aus. Hier auch, hier auch. Hier sind jetzt 60.000 drin. Im Prinzip, wo beides drin ist, ne? Ja, hier. Dann haben wir hier den Rest bei den Salat reingehauen. Hier ist Klei und Erde drin mit 100.000. Aber ist auch nicht verändert worden. Aber die Produktion Erdbeeren läuft. Die sollten ja ganz sicher überlaufen. Erdbeere, ja. Ist soweit alles drin. Ja, wird aber auch produziert. Wasser wird weniger, habe ich gerade gesehen. 91. Bisschen verändert sich. Jetzt fährt er schon wieder vor. Direkt vor das Schneidwerk. Ich weiß gar nicht, warum er. Wir lassen den beiden mal sich da trennen. Ich hoffe, sie machen es. So. Die erste Bahn hinter sich, jetzt die zweite. Werden ja immer kürzer. Miststreuer noch nicht da.
nächste Leinsamen. Und ich glaube, viel geht. Müssen wir gucken. Er ist gerade auf dem Rückweg. Wie viel bei der. Wir sollten die schon voll machen. Kommt der nächste. Ich glaube, dann sollten wir hier auch sagen. Standard bringt die Lagermitte Eingang. Er holt die zweite Erde. Jetzt können wir mal schauen, was hier noch angenommen wird. Ein bisschen was ist angenommen worden, aber alle Ballen gleichmäßig. Dann ist hier auch voll. Dann lassen wir das mal anders sortieren. Zack, zack, zack. Stroh, Stroh. Was haben wir hier in der Nähe? Wo wir vielleicht noch Stroh nutzen können. Wir können bei den Schafen auf jeden Fall was loswerden. Ich glaube nicht, dass es noch so viel ist. Ansonsten würde ich den auch dann erstmal verkaufen und hier bei der Pelletsfabrik nochmal eine Ladung hinbringen, aber die dann vorher absetzen zum Nachfüllen quasi. Einmal hier rum. Oder wird doch schon einige Ballen weggekommen. Stroh ist aber voll. Super. Dann sollten wir auch weiterfahren nach 78. Die anderen beiden auch voll machen. So, er hat die letzte Ladung hier hingebracht. Das ist gut. Wie weit ist die denn gefüllt? Ja, ein Drittel höchstens. So, ansonsten kannst du jetzt erstmal rein zur Werkstatt. Ja, jetzt auf Zentrallager Werkstatt. Hier wird abgetankt. Wir sollten den auch rausnehmen. Gibst du uns noch ein bisschen den Schluck? Ja. So, jetzt setzen wir den auf die Straße. Damit er dann schnell wieder zurückkommt. Und dann dürfte noch eine Ladung reinpassen. Nicht ganz. Er ist aber jetzt nicht ganz leer geworden. Der soll erstmal weitermachen. Okay. So, dann müssen wir hier den gleich mal wieder zum Endpunkt fahren.
damit wir auch ein bisschen vorankommen. Hier könnte man so ein schönes Lager hinbauen, so zwei, drei Töpfe, wenn es passt. So, einmal hier durch. Wir müssen, glaube ich, bis zum Ende. Einmal drehen und dann ab geht's. Noch steht der... Oh, was macht ihr denn hier schon wieder? Stehen ja jetzt zwei Abfahrer. Ach nee, den einen haben wir nach, das wollte ich eigentlich nach 79 schicken. Aber ist okay, 78. Und wenn wir jetzt hier einmal dran vorbeifahren und dann einmal umrunden für die Schafe. Da liegt eigentlich recht viel drin. Optisch wenigstens. Na? So viel ist da nicht reingekommen. Hier ist auch sehr viel drin. Hier passt noch was rein. Passen auch immer noch 20.000. War der denn voll oder haben wir den Trigger nicht getroffen? Ne, der war voll. Aber gut, jetzt haben wir den Anhänger leer und dann kann der wieder nach... Ja, bis jetzt eigentlich ja nirgendwo hin. Wir könnten hier nochmal eine Ladung sammeln. Wenn wir schon mal hier sind, weil die Ballen von 42, wir müssen nach 42, kommen nicht drum rum. 42 ist ja, der ist ja bei 43, 49 dabei, Mist zu streuen und wir müssen ja die 42 dann auch mal mulchen. 42, also mach die lieber leer. Und tanken. Dann kannst du den zum dem Fünfer. Parkplatz 5 und dann mal schauen. Repariert ist ja soweit alles gewesen. So, der Drescher wartet schon auf den Abfahrer, das ist okay. Hier wartet der nächste Abfahrer, Drescher auf dem Abfahrer. Das sollte jetzt auch zügig gehen. Kommt schon. Dann können wir ihn hier nach 42 fahren lassen. Wir nehmen ja hier den neuen. Dann können wir den zu 42 schicken.
Feuer holt wieder zügig auf. Nur noch ein Bahn Luft. Fährt gerade der Abfahrer weg. Und der steht sogar. Der andere kommt da erst. Ja, es dauert immer. Wenn der so lange wartet. Der kommt auch scheint sehr schlecht durch die Ballen durch. Dann sollten wir die Ballenpresse gleich mal... zieht da ganz schöne Kurven. Ja, da fährt aber locker dran vorbei, also. Wir könnten aber mal schauen, hier sind wieder 40.000, die er wegbringt. Ist auch. Und dann mal gucken, Ölmühle, ob da noch 40.000 Leinsamen reinpassen. Leinsamen. Ja, gehen auf jeden Fall nochmal 2x50 gehen noch rein. Raps ist jetzt die letzte. Noch 30.000 Raps und mehr geht da nicht rein. Dann müssen wir ihn umstellen. Nur ich überlege gerade, ist er Feld 42 mit zum Molchen dran oder eher die 53, wo wir gerade jetzt noch Raps drauf machen, weil ich glaube, die nächste Ladung, wir sollten den jetzt erstmal pausieren. Nächste Strohladung werden wir erstmal verkaufen, weil wir haben ja noch so viel Stroh auf den Feldern liegen oder wir bekommen noch so viel Stroh. Dass wir da jetzt, wir können zwar hier die Leger mal schauen, beim Heizkraftwerk war so gut wie voll. Wie sieht's denn hier aus? Besuchen. Hier ist auch voll, richtig? Ja, hier können wir ein bisschen was rauslassen. Dann kriegen wir hier auch wieder was rein. Das Ballenlager hier vorne. Wie sieht es denn da aus mit Stroh? Also da können wir eine Ladung auf jeden Fall reinbekriegen. Das werden wir auch noch machen. Bevor wir dann mal eine Ladung verkaufen. So, ich werde mal die Anzeige da auf 8 erhöhen. Weil wir haben ja so viele, die wir nicht bedienen können. Auf 8 erhöhen. Wir können mal abspeichern zwischendurch. Zurück. So, dann sehen wir nämlich ein bisschen mehr Papier. Holzkohlefabrik braucht Papier. Und Glasfabrik braucht Sand. Ja, guck mal. Da haben wir doch einen schon weggeschickt. Den können wir jetzt auch wieder aktivieren. Er füllt sich weiter auf. So. Ja, Kürbisse ist jetzt mit Erde gefüllt. Wir haben gesagt, wir machen den Rest immer bei dem Salat rein. Dann ist die auch mal gut gefüllt. Hier sind jetzt genau noch 20.000. Hier hatten wir ja voll gemacht. Und hier kommt dann wieder der Rest rein.
Dann kann der nämlich Sand holen. Brauchen wir die Einstellung gar nicht verändern. Sand. Der kennt auch den Weg, aber der bringt die, wenn wir schon mal anschalten, nicht zu den Gewächshäusern, sondern zur Glashütte. Sandeingang. Dann sollten wir den auch zügig losschicken. Ballen, wie viel sind hier noch? 80. Kommen wir ja genau mit 2 Ladungen hin. Dann ist das Feld leer. Ihn koppeln wir mal wieder ab. Der holt Papier und fährt die zur Holzkohlefabrik. Wir müssen mal schauen, wie viel Papier da reingeht oder wie viel Luft da noch ist. So, ankoppeln, schon aufladen und Holzkohlefabrik. Die ist ja hier vorne in der Ecke. Besuchen bitte. Papier kriegen wir 95.000 rein. Wieder zum Zentrallager. Gucken, ob wir so viel Papier haben. Gehen wir andersrum. Papier. Ja, haben wir. Ne, so viel nicht. Einmal weniger. 19 Paletten. Die läuft auch unter Norden. Holzkohle, Paletteneingang dahin bitte. Mach mal die Spanngurte fest, damit uns die Sahnen nicht irgendwo hinfliegen. Der ist schon wieder blockiert. Das. Wir müssen hier an der Seite. Hilft nix. Jetzt fahr den doch nicht wieder über den Haufen. Jetzt wendet er sich ab. Auch gut. Den schon aufs Feld zu schicken macht keinen Sinn. Da wird der Drescher zum Abtanken. So, er ist auf Feld zu Feld 78 auf dem Weg. Leinsamen Geschichten. Da hat einer keinen Weg gefunden. Wer ist das denn? Ach. Ja gut, das kann jetzt passieren. Dann besser so, als wenn er jetzt gerade ausgefahren wäre und halb im Graben gefahren wäre. So, wir müssen den noch anschalten. So. Nehmen wir die hier mal weg. Zack. Zack. Und dann soll er wieder alleine machen.
Ach nee, falsche. 73 liegen noch. Ja. Ja, die war. Die hast du aber noch drauf gekriegt. Ja, und er ist auf dem Weg oder ist schon fast da bei der Holzkohlefabrik. Mit 88, aller Achtung. Bisschen was am Papier hat er schon abgeladen. So, ist nämlich schon oben rausgeflogen. Jetzt kommt die nächste mit Leerpaletten für die Textilfabrik. Ja, bringt nichts. Zentrallager, Palettenausgang. Momentan so viele Leerpaletten und ich glaube, es sind auch noch kaum welche produziert worden wieder. Hier haben wir zwar alle Booster an auf Leerpaletten. Ja, 20.000. Mit denen unten haben wir 40.000. Da werden wir vielleicht die Molkerei mit voll kriegen. Weil da passen, glaube ich, nicht sehr viele rein. Molkerei hier. Falsche Richtung. Leerpaletten, ja, nur 50.000, 45 würden wir mitkriegen. Und 5.000 werden wahrscheinlich hier schon produziert worden sein, oder? Ja, dann würden wir die Molkerei vollkriegen, da wir bei dem aber doch nichts haben. Können wir das ja ruhig machen. Er ist hier auf dem Rückweg. Dann werden wir hier die Europaletten vom Sägewerk mal eben abholen und dann werden wir nach unten schicken. Wenn wir 20.000 abholen, Leerpaletten, da sind sie. Vier Stück. Noch ein Stück vor. Spanngurte. Und dann zu den Gewächshäusern. Leerpalettenproduktion. Abholung. So, der hat mittlerweile 21.000 drin. Ich habe ja gut. Wenn man so nimmt, in der Ölmühle passen nur noch 30.000 rein. Dann hätten wir quasi mit dem nächsten Abtanken wäre die Ölmühle voll. Ich glaube, da hier warten wir aber noch, bis der das Feld leer hat. Nächste Abfahrt steht auch bereit. Mist ist auch schon wieder unterwegs, aber das dauert noch einen Moment. Die sind eigentlich gut gefüllt, beide. Der zu 70%. Ja gut, der war da jetzt nicht. Hier ist aber die erste Ladung Sand für die Glashütte. Das dauert aber noch einen Moment.
So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.